und wiegt 19 Kilogramm. Und wie gesagt, es gab nur einen Prototyp dieses Jets von Messerschmitt, das aber bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nie geflogen ist. Aber wenn Sie sich dieses Flugzeug anschauen, meine Damen und Herren, können Sie mit Fug und Recht sagen, dass die deutsche Ingenieurskunst dann den weiteren Modellen, die wir dann später in der amerikanischen Militärfliegerei wiederfinden, doch sich ausgeholt hat. Denn all die Konstrukteure wurden ja teilweise eben aufgeworfen oder deportiert nach Amerika und haben dann da und können auch in entsprechende Flugzeuge und Konstruktionen umgesetzt werden. So, sie ist unter der Luft. Und ich meine, sie bietet uns ein ganz außergewöhnliches Flugzeug. Ein wirklich faszinierender Anblick. Dieses. Ja, ich dachte gerade, Fahrer ist rausgegangen, der ist die Turbine rausgegangen, aber nein, er war relativ bitterweich von unten. Und hat er da so gesagt, das Fahrer ist einmal rausgefahren. Also wenn ich doch mit Landflug am Mann zu fahren und hier wirklich diesen Delta-Flieger oder Blue-Flieger elegant vorzuführen. Mitgelohnt doch auf sogenannte Gutkuppel oder auf wenn man sowas hier beobachten darf. Ganz, ganz toll vorgeführt hier diese Messerschmitt, die wie gesagt im Prototyp nie geflogen ist, aber der Roland hat es möglich gemacht. Hier im Modell diese Ingenieurleistung vorzuführen. Rausgefahren, noch bei einer Sitzkontrolle, ob sich alles richtig verwickelt hat. Das hat schon einen Anschein. Das heißt, der Roland setzt jetzt zum anderen Flug an. So.
Ja, es geht doch hohen, etwas hohen Wald dort hinten, ist dieser Anflug hier auf diesem Platz gar nicht so leicht. Aber wie gesagt, der Roland Meister, das ist gerade hier.